So, wir sind live. Kurzer Soundcheck vorab. Und wir starten Punkt 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist wieder Anwendercall. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im Namen unseres gesamten Teams der Labordemann heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben jede Menge für Sie vorbereitet heute. Kurzer Catch-up, wer heute zum ersten Mal dabei ist. Anwendercall hat ein paar regelmäßige Dinge. Regelmäßig kommen ja bei uns neue Projektleiter und Kundenbetreuerinnen dazu. Wir freuen uns heute, Ihnen die Susanne vorzustellen. Dann gibt es heute inhaltlich natürlich wieder jede Menge neue Funktionen. Da stellt uns der Patrick das neue Schlagwortsystem fest und vor. Und nichts ist natürlich vollständig ohne einen entsprechenden Praxis-Demo-Vortrag. Da freut uns es ganz besonders, dass wir heute Heike Schmelter mit dabei haben. Heike wird uns zeigen, wie sie in der Labordatenbank in der Entwicklung das Schlagwortsystem nutzt, um alle möglichen Datensätze, Proben, Dokumente, Prüfmittel und so weiter nicht nur strukturiert abzulegen, sondern vor allem auch schön und zeitnah wiederzufinden. Weiteres neues Feature: Change Requests. Sie kennen es, Sie haben Änderungen an Prozessen, an Messungen, an Analysen im Labor. Da gibt es jetzt eine neue Funktion, Change Request genannt, wird uns die Miriam näher bringen und vorstellen. Dann gibt es Updates beim Formel Editor, was ganz besonders die Heavy User unter Ihnen freuen wird. Für die Leute, die noch tiefer einsteigen, gibt es neue Code-Beispiele. Das heißt, es wird noch leichter, Auswertungen zu erstellen, Transformationen und Codes mit den neuen Code-Beispielen zu hinterlegen, sodass man nie am leeren Blatt anfangen muss, sondern dass man direkt mit einem Beispiel loslegen kann. Patrick gibt uns ein Status-Update zum Thema Datensicherheit und was es dort aktuell zu berichten gibt. Am Ende, wie immer, Zeit für Ihre Fragen, für unsere Antworten. Schreiben Sie uns gerne eine kurze Vorwarnung Ihrer Frage im Chat. Sie sehen hier in den Zoom-Einstellungen den Chat. Geben Sie uns ein kleines Heads-up. Das ist dann immer ganz schön, dann können wir das ein bisschen strukturieren für Sie. Ich würde sagen, wir legen los. Ich übergebe an Susanne. Susanne, ganz herzlich willkommen im Team. Danke, Konrad. Mein Namen haben Sie ja kurz auf der Folie gesehen. Ich bin Susanne Letsch-Praxmarer, bin gebürtig aus Bayern, lebe aber schon seit meinem 17. Lebensjahr in Tirol, wo ich auch mein Mikrobiologiestudium abgeschlossen habe. Ich war die letzten 8 Jahre beim großen Tiroler Pathologielabor tätig, wo ich die mikrobiologischen Abteilungen aufgebaut habe. Zuletzt aufgebaut habe ich eine vollautomatisierte klassische Mikrobiologie mit einem Cobham-Wasp-Lab. Und zu meinen Kernaufgaben während der gesamten Zeit zählten natürlich die normalen Laboraufgaben, die Einführung neuer Analysen etc. Aber auch ein ganz wichtiger Faktor war die Einführung von allen qualitätssichernden Maßnahmen inklusive der gesamten QM-Dokumentation. Auch im Hinblick auf die angestrebte Akkreditierung nach der ISO 1589. Und ein ganz ein wichtiger Teil der gesamten Einführung war natürlich auch immer die Anbindung an unser LIST. Es mussten neue Module eingeführt werden und Geräte, Messdaten eingespielt werden. Und am komplexesten war natürlich die Anbindung des Cobham-Wasp-Lab. Ich freue mich, dass ich seit Mitte Januar als Kundenbetreuerin im Team der Labordatenbank in Österreich dabei bin, die den ein oder anderen Kunden von Ihnen oder von uns, die konnte ich per Mail, per Zoom, persönlich, zum Beispiel wie letztens auf der Analytica, bereits persönlich kennenlernen und ich freue mich auf unsere weite Zusammenarbeit und viele spannende Projekte. Damit gebe ich zurück an den Konrad. Susanne, danke für deine herzliche Vorstellung. Freut uns, dass du uns im Team unterstützt. Sie werden die Susanne zunehmend in den Calls und in den Veranstaltungen dann auch mit dabei sehen und erleben. Ich übergebe an Patrick. Patrick wird uns jetzt das neue Schlagwortsystem vorstellen, was entwickelt wurde.
damit sie Daten strukturiert ablegen und wiederfinden können. Patrick. Ja, danke, Konrad. Ich möchte kurz vielleicht vorab herausstreichen, das Ziel der Labordatenbank. Wir sehen es als ganz zentrale Aufgabe von der Labordatenbank, die Daten im Labor zu sammeln und zu organisieren. Und dafür halte ich das Schlagwort für System für einen ganz nützlichen Baustein. Ich möchte ein paar Funktionen dazu zeigen an einem Demo. Und die Heike Schmelter wird uns dann ein bisschen dann zeigen, wie das in der Praxis ausschauen kann. Ich mache ja immer kurz die Labordatenbank Demo-Umgebung auf. Und ich habe hier die Probenliste gerade offen, die sollte jedem vertraut sein. Und habe hier auch ein paar Proben, wo ich schon Schlagwörter hinterlegt habe. Das Ganze geht sehr einfach. Man kann hier, wenn man die Probe bearbeitet, hat man hier die Möglichkeit, einerseits auf alle bestehenden Schlagwörter zuzugreifen, kann aber auch, wenn man jetzt hier ein Schlagwort verwenden möchte, das hier noch nicht dabei ist, direkt auch an der Stelle gleich ein neues Schlagwort anlegen und einfügen. Und wenn ich dann die Probe speichere, habe ich hier quasi Schlagwörter ergänzt. Wir sehen das hier unten. Und wir haben das bereits erst eingefügt bei den meisten Datentypen in der Labordatenbank. Und mit dem Update, das nächste Woche Mittwoch kommt, kommen noch weitere Datentypen hinzu, sodass man hier überall das Schlagwortsystem verwenden kann. Und das Besondere an dem Schlagwortsystem ist, dass man die Schlagwörter hier datentypübergreifend verwenden kann. Das heißt, ich kann hier bei den Proben Schlagwörter hinterlegen. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel bei den Aufträgen hier genauso auf die gleichen Schlagwörter zugreifen und hier zum Beispiel bei einem Auftrag auch noch das gleiche Schlagwort hinzufügen. Wir haben noch ein Pflichtfeld, zweites Pflichtfeld, speichern. Und durch diese übergreifende Verwendung der Schlagwörter kann man hier Verbindungen schaffen zwischen den Datentypen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mir das Schlagwort Ringversuch hier aufmache, dann sehe ich verschiedenste Datentypen, wo dieses Schlagwort zum Einsatz kommt. Dokumente, Prüfmittel, Importschnittstellen, Electronic Lab Notebook, Proben. Überall, wo hier dieses Schlagwort verwendet wurde, sind hier die Einträge gesammelt, sodass man hier ein bisschen einen Überblick hat, auch über verschiedene Datentypen hinweg. Dinge, die zusammengehören, kann man hier sich zusammen dann anzeigen lassen. Auf der rechten Seite sieht man auch, wann diese Verlinkung stattgefunden hat und wer diese Verlinkung vorgenommen hat. Ich hatte hier für die Demo das gestern vorbereitet und deshalb gestern hier die ganzen Schlagwörter hinterlegt. Und dadurch kann man auch dann Auswertungen erstellen, wo man dann genau auf diese Daten zugreifen kann, um hier noch mehr Übersicht sich zu schaffen mit spezifischen Darstellungen. Da sehen wir nachher noch ein kurzes Beispiel von Julia, wie das Schlagwortsystem bei den Auswertungen verwendet werden kann. Und die ganzen Schlagwörter haben wir zum Beispiel auch hier, die ganzen Schlagwörter, was bei den Proben im Einsatz sind, kann ich hier aufrufen, anklicken und danach filtern, ähnlich wie die Kategorien. Und noch ein Hinweis, hier in den Systemeinstellungen hat man auch eine Übersicht über die insgesamt im System vorhandenen Schlagwörter. Man kann hier auch suchen und sich anschauen, wie oft bei welchen Datentypen ein Schlagwort im Einsatz ist. Und was manchmal passiert ist, wenn hier Mitarbeiter Schlagwörter anlegen, dass man vielleicht zwei unterschiedliche Schreibweisen verwendet, wo man sagt, okay, das könnte eigentlich ein Schlagwort sein. Dann hat man hier die Möglichkeit, die zusammenzuführen auf ein Schlagwort und dadurch wird dann automatisch auch, wenn bei dem Prüfmittel hier dann das aktualisierte Schlagwort hinterlegt, sodass man hier die zusammenführen kann. Ich zeige das mal kurz, wie man hier Schlagwörter zusammenführt. Man wählt die aus, man kann auch mehrere auswählen, klickt auf Zusammenführen und entscheidet dann hier, welches man weiterverwenden möchte. Ich mache es mal Arbeitssicherheit und wenn ich die zusammenführe, dann haben jetzt alle, die vorher
das Schlagwort Arbeitsschutz hatten, jetzt auch das Schlagwort Arbeitssicherheit. Und dann kann man hier ein bisschen, sag ich mal, aufräumen, falls hier unterschiedliche Schreibweisen für die gleichen Schlagwörter im Einsatz sind. Das ein bisschen vielleicht zur Theorie. Und jetzt würde ich übergeben an die Heike Schmetter, beziehungsweise davor noch an den Konrad. Ja, es freut mich, dass wir heute so einen richtigen Beitrag aus der Praxis wieder mit dabei haben. Ich stelle Ihnen kurz Heike Schmelter vor. Heike hat die Labornummer bei einem traditionsreichen Automotive-Entwickler, die Firma Borgers, nicht nur ausgewählt, sondern erfolgreich auch eingeführt, wobei das ja noch ein bisschen eine Untertreibung ist. Sie kennen das ja, was das für eine Mammutaufgabe ist, so ein Projekt zu stemmen. Heike ist nicht nur eine Heavy-Nutzerin, sondern auch ein Mensch, der hier ganz maßgeblich die Thema Schlagwörter und Schlagwortsystem mit uns vorangetrieben hat. Und Heike wird Ihnen das heute ein bisschen zeigen, damit Sie vielleicht verstehen, auch aus welcher Position das entwickelt wurde. Ist wohl eine Anekdote vielleicht für Sie interessant. Ganz am Anfang hat mir Heike einmal erzählt, was hier eigentlich Sache ist im Akustiklabor, wie dort gearbeitet wird und was dort gemacht wird. Sie können sich das ungefähr wie folgt vorstellen. Dort werden verschiedene Proben von bestimmten Materialien, Baustoffen übereinander geschichtet. Und je nachdem, wie die geschichtet werden, wird es dann eben wieder getestet und es gibt möglicherweise ein negatives oder ein positives Ergebnis. Wenn es noch nicht ganz positiv ist, wird das eben umgedreht oder in einer anderen Reihenfolge geschichtet. Kurzum, die Probe im Akustiklabor lebt deutlich länger als eine typische Probe im Umweltlabor. Wird im Umweltlabor nach der Analyse in der Regel vielleicht rückgestellt oder dokumentiert entsorgt wird. Im Akustiklabor geht da eigentlich die Arbeit erst richtig los. Wenn man jetzt also vor einiger Zeit einen Test oder mehrere Tests an einer mehreren Proben gemacht hat und die nicht wiederfindet, ist es zunächst nicht nur doof, weil man hier irgendwie nochmal Zeit verwenden muss, um diesen Test nochmal durchzuführen muss. Nein, es hat eine ganz andere Auswirkung. Diese Materialien, die dort geschichtet werden, das ist ja nicht irgendein Textil aus dem Baumarkt von dem anderen, sondern sind ja weltweit gesourcete Hightech-Materialien, die nicht nur beschafft werden müssen, die müssen auch zugeschnitten und in Form gebracht werden, bevor dann der finale Test durchgeführt werden kann. Und der muss dann eben vielleicht nochmal neu in einer anderen Reihenfolge durchgeführt werden. Das heißt, wenn man nicht weiß, dass man folgendes Material und folgende Ergebnisse vor kurzem im System hatte und das eigentlich alles im Bildschirm vor Augen ist, entgeht einem hier wirklich wertvolle Entwicklungszeit, weil man dann eben wieder neu einkaufen und bestellen muss. Das dauert durchaus auch mal mehrere Monate bis zum halben Jahr, bis da alle Hightech-Teile mit dabei sind. Genug vorgeplänkelt. Ich glaube, Sie haben eine Situation, ein Bild sehen Sie vor Augen, wie dort gearbeitet wird. Ich übergebe jetzt an Heike. Heike, wir sind gespannt, wie du die Labordatenbank nutzt. Natürlich alles in einem Demosystem. Keine Angst, was Sie sehen, sind Demodaten. Ja, vielen Dank, Konrad. Ich hoffe, mein Bildschirm kommt gleich. Einen Moment. Alles entspannt. Wir sehen, wir sind. Ja, sollte kommen. Live. Perfekt. Super. Okay, sieht gut aus. Prima. Gut. Könnt ihr wirklich sehen? Okay. Scharf und klar. Alles perfekt. Ja, prima. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich habe hier mal ganz bewusst auf den Dark-Modus umgeschaltet. Das ist für meine Augen ein bisschen angenehmer. Außerdem kann man die neue, tolle Funktion der Farben ganz gut sehen. Ich möchte hier mal verschiedene Bereiche zeigen, wo man die Schlagworte super nutzen kann und dann später auch so ein bisschen über diese Bereiche gegriffen mit den Schlagworten arbeiten kann. Die erste Zone, das sind die ist die Dokumentenlenkung. Ich habe hier aktuell 126 Dokumente drin und habe mir eine kleine Struktur überlegt. Das heißt, die blauen Felder sind Bauteile, nach denen ich dann suchen kann. Die roten sind die Kunden. Dann gibt es noch allgemeine Schlagworte und etwas zu Vorlagen und verschiedenen Tablets, die wir haben. Wenn ich jetzt mal als Beispiel mir eine Textilradlaufschale raussuche, dann habe ich noch 34 Dokumente.
Sehe die von verschiedenen OEMs. Ich möchte aber aus welchem Grund auch immer nur den Audi sehen. Dann komme ich noch auf 10 Dokumente, die ich ganz schnell mir ansehen kann, um eine Prüfmethode, die mal angewandt wurde, nachvollziehen zu können. Und als Beispiel kann ich Ihnen das auch einmal zeigen. Wenn ich jetzt auf Templates gehe, dann haben wir hier eine Vorlage zum Thema Radlaufschale, in der man gut sehen kann, wie so ein Bauteil in der Alpha-Kabine auf Luftschallabsorption untersucht wird, wie Details dokumentiert werden sollen, dass man wirklich prozesssicher auch diese Bauteile wieder einlegen kann beim nächsten Mal, weil das kann ja sein, dass erstmal ein Prototyp reinkommt, dann eine Serie und später mal eine Requalifizierungsmessung. Das ist alles möglich und wiederholt sich bei uns über Jahre, kann das also wirklich laufen. Der zweite Bereich, das sind die Notizen, mit denen ich mittlerweile auch sehr gerne arbeite. Auch da gibt es ja in diversen Aufträgen, wo auch immer, irgendwelche Informationen zu diversen Themen. Hier wieder mein Beispiel Radlaufschale. Wenn ich danach suche, bekomme ich in der Demo 4 Notizen, die ich zum Thema Radlaufschein gemacht habe, zu Lieferanten, die zum Beispiel, was die können, wo die sitzen. Hier kann ich schnell Checklisten überarbeiten, Vergleiche untereinander machen. Wenn ich mir jetzt noch zusätzlich ein Schlagwort USA mit eingebe, das ist ja dann in der Notiz enthalten, dann bekomme ich nur noch die Lieferanten, die in USA auch liefern und habe einen schnellen Überblick über alles, was ich zu dem Thema brauche. Die zweite Ebene wären die Kontakte. Vom Prinzip wieder das gleiche Spiel. Ich schaue mir an, wer hat was mit Radlaufschalen zu tun, bekomme in diesem Fall X Lieferanten, kann auch sehen, was die sonst noch so machen, für welche Produkte die liefern und sehe aber auch noch Prüfstrecken und kann auch noch sehen, wer macht Außengeräuschmessungen, wer kann auch Steinschlag, und Nasszischen untersuchen. So bin ich ganz schnell auch da wieder in einer ganz eben anderen Ebene mit dem gleichen Schlagwort unterwegs. Dann habe ich noch ein Beispiel aus dem Thema Benchmark, was wir bei uns im Hause auch durchführen. Ich habe hinterlegte Dateien schon aus der Kategorie Benchmarking mir angeschaut. Auch hier, das sind über 1000 Dateien. Suche ich jetzt mal gezielt nach einer Radlaufschale hinten. Gehe auf Suchen und bekomme jetzt noch 150 Bilder. Kann ein bisschen durchscrollen, könnte natürlich noch andere Begriffe eingeben, aber kann mir jetzt ganz schnell angucken, wie denn diese Mercedes-Radlaufschale zum Beispiel aussieht, mit verschiedenen Ansichten und so weiter. Dann, wie eben auch schon gezeigt, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bei Proben Schlagworte zu hinterlegen. Auch hier kann ich direkt sagen, welche Proben haben denn irgendetwas mit den Radlaufschalen zu tun? In diesem Fall habe ich mal vorbereitet, dass es verschiedene Absorbertypen gibt, die für den Einsatzbereich Radlaufschalen gedacht sind oder geeignet. Als letztes wollte ich gerne mal einmal zeigen, die Übersicht, die Patrick schon gezeigt hat. Wenn ich mir in der Schlagwortübersicht das Wort Radlaufschale eintippe, dann sehe ich schon mal, was haben wir überhaupt alles irgendwie mit diesem Wort verwendet. Ich kann sehen, oh, da hat einer die Schale falsch geschrieben und würde, so wie Patrick es eben gezeigt hat, anklicken, zusammenführen, würde den Rechtschreibfehler rausnehmen oder würde irgendwann auch sagen, ja, also Radlaufschale hat keinen Sinn. Also ich kann da wirklich so ein bisschen aufräumen, vielleicht auch neu strukturieren zukünftig, weil wir jetzt ganz neue Möglichkeiten haben. Auch da sind wir noch nicht am Ende. Ich denke, da wird noch einiges passieren, was wir dann umstrukturieren und übersichtlicher machen. Was eine klasse Funktion ist, dass man hier wirklich, wenn ich wieder mein Beispiel Radlaufschale aus dem Bereich nehme, ich sehe die Aufträge, die ich dahinter habe, die Proben, ich kann direkt hinklicken, hinterlegte Dateien und
einen Kontakt zum Beispiel, dann komme ich wieder in meine Übersicht. Also ich brauche jetzt gar nicht mehr erst in Kontakte gehen und da groß suchen, sondern ich kann direkt reinspringen. Ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Heike, ganz herzlichen Dank, das war super spannend. Wenn Sie also Ihren PKW mal wieder auf der Autobahn auf Hochtouren bringen und bei Tempo 180 sich wundern, dass Sie sich eigentlich hier immer noch unterhalten können wie in Ihrem Wohnzimmer, dann steckt da Heike von Xborgers jetzt Autoneum dahinter. Danke für deinen Einblick, Heike, danke für deine viele Mitarbeit auch bei der Entwicklung. Danke, dass du uns gechallenged hast. Danke, dass du uns hier auch mit deinen Ideen befruchtet hast. Ist was Tolles daraus geworden. Sie als Kunden finden die Schlagwort-Systeme oben rechts in der Menüzeile, Einstellungen und dann der zweite Punkt von oben, Schlagwort. Nächstes Thema, Change Requests im Labor. Ich übergebe an Miriam. Ja, danke schön. Ich teile einmal meinen Bildschirm und zeige einmal unser Demo-Labor-Datenbanksystem und die Change Requests. Da hatten wir, vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, in den letzten beiden Update-Benachrichtigungen hatten wir das Thema Change Request auch schon erwähnt. Auch jetzt kürzlich noch in der Update-Benachrichtigung vom 12.04. Und die Change Requests, ursprünglich entstanden sind sie aus der Idee, Updates besser nachvollziehbar zu machen für die Kunden. Und jetzt haben wir gedacht, wir nehmen das Ganze im QM-Modul auf, denn nicht nur die Updates, die durch Ihre Support-Mitarbeiter durchgeführt werden, sollen gut nachvollziehbar und gut durchdacht sein. Wir sehen hier tatsächlich den Mehrwert fürs Labor, dass Sie selbst auch Ihre Änderungen gut nachvollziehbar erfassen können. Ich habe hier einmal ein Beispiel vorbereitet. Zum Beispiel möchte man ein Stammdatenfeld in der Labordatenbank das Probenahmedatum nicht mehr auf Probenebene erfassen, sondern auf Auftragsebene. Oder man könnte sich auch vorstellen, Sie möchten eine Formel ändern in einem Parameter oder Sie möchten zum Beispiel Ihre 8D-Reports anders erfassen, die Strukturierung ändern. All diese Änderungen im System möchten Sie vielleicht, bevor Sie das tatsächlich durchführen, einmal genau betrachten und die Risiken hier beleuchten. Und dafür haben wir jetzt hier ein paar Felder bei den Change Requests ergänzt und die im QM-Modul mit aufgenommen. Ich habe also das Beispiel des Probenahmedatums, das jetzt als Stammdatenfeld in den Auftrag geschoben werden soll, genommen. Wir haben hier natürlich auch Kategorien und auch die soeben vorgestellten Schlagwörter. Das heißt, auch das würde man jetzt finden unter dem Schlagwort Anwendercall, ganz normal in der Schlagwortsuche, wie eben gezeigt von Patrick und von Heike. Und hier haben wir die Möglichkeit, mit unseren mittlerweile schon bekannten Markdown-Feldern Informationen zu erfassen. Wir haben immer ein Thema, das ist jetzt die allgemeine Beschreibung dieses Change Requests, dieser Änderungsanfrage. Hier haben wir gesagt, was sollte man in der Beschreibung erwähnen? Das haben wir hier unten einmal zusammengefasst. Also was ist der Status quo? Aktuell ist zum Beispiel das Probenahmedatum in der Probe selbst enthalten und als Pflichtfeld deklariert. Was ist der Zielzustand? Wir möchten das Probenahmedatum je Auftrag erfassen, weil es ohnehin, so die Motivation, weil es ohnehin für alle Proben eines Auftrags bei diesem Musterkunden identisch ist und die Erfassung des Probenahmedatums in den einzelnen Proben einen Mehraufwand für die Labormitarbeiter bedeutet. Und das möchte man natürlich vermeiden. Wir haben hier die Möglichkeit zu erfassen, wer hat die ganze Anfrage gestellt, wer kam auf diesen Verbesserungsvorschlag, wer kam auf die Idee. Das war jetzt in dem Fall die Stefanie. Und das Datum, wann diese Anfrage quasi gestellt wurde, das war jetzt zum Beispiel heute. Wann soll es fällig sein? Das wäre zum Beispiel morgen soll es fällig sein. Aber natürlich kann es auch gut sein, dass so eine Änderung mehr Vorlaufzeit benötigt als einen Tag. Wir haben Statusmöglichkeiten in den Change Requests. Die können Sie entsprechende Zugriffsrechte natürlich vorausgesetzt in Ihrer mittlerweile auch schon etwas bekannteren Statusverwaltung mit verwalten. Die sind hier mit dazugekommen, zusätzlich zu Proben- und Auftragsstatus und so weiter können Sie auch die Status Ihrer Change Requests hier verwalten und damit auch sagen, welche Datensätze sind dann eben gesperrt durch einen entsprechenden Status und welche möchten Sie vielleicht gar nicht mehr sehen in der Übersicht, weil storniert oder archivierte sind nicht mehr relevant für die Ansicht. Genau. Dieser Change Request zum Beispiel befindet sich jetzt im Review. Das heißt,
Die Änderung wurde bereits ausgeführt und jetzt soll im Grunde genommen nur noch kontrolliert werden, ob alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, oder ob es Probleme gibt, aus denen oder Probleme gegeben hat, aus denen wir zukünftig lernen können. Wir haben hier eine Risikoanalyse mit integriert, wo wir dann eben auch einmal schauen, welche Risiken birgt die Änderung. Dann haben wir hier gesagt, die bestehenden Proben enthalten natürlich nicht das Probenahmedatum im Auftrag, sondern das ist noch in den Proben drin, wenn man nachträglich einen Prüfbericht nochmal rausschicken muss, nach einem halben Jahr oder ähnliches, weil der Kunde nochmal nachfragt, dann muss man dran denken, das Probenahmedatum im Auftrag nachzupflegen, weil es vorher nicht so war. Dann haben wir Risiken, die bei einer Nichtänderung eben auftreten. Dann haben wir gesagt, das Probenahmedatum in der Probe hat als Pflichtfeld vielleicht dazu verleitet, wenn man die Probe vor der Probenahme anlegen möchte, dass man hier ein fehlerhaftes Datum einträgt und das nachher nicht updatet. Das ist dann vielleicht nur das geplante Datum. Das heißt, es konnte sein, dass es vielleicht auch gar nicht stimmt. Und Maßnahmen, um entsprechende Risiken zu minimieren, kann man dann hier auch definieren. Zum Beispiel, dass wir alle alten Aufträge einmal updaten. Oder dass wir sagen, man kann, hier ist dann zum Beispiel auch aufgekommen, man kann in den Proben auch ein alternatives Probenahmedatum definieren, weil vielleicht doch eine Probe des Auftrags heute nicht genommen werden konnte. Das wird dann doch ausnahmsweise an einem anderen Tag genommen. Das heißt, da sind wir dann sogar noch auf die Idee gekommen, wenn wir die Risiken betrachten, dass wir da Ausnahmen machen müssen. Dann haben wir noch ein Feld für Testfälle. Das heißt, Sie möchten Ihre Änderungen ja auch nachvollziehen können, beziehungsweise Sie möchten überprüfen, ob die Änderung eben das Ergebnis liefert, was Sie sich vorstellen. Da können Sie dann hier in Ihrem Markdown-Feld, wie Sie schon kennen, da zum Beispiel Aufträge verknüpfen oder auch Prüfberichte verknüpfen oder Proben, Prüfmittel, Dokumente verknüpfen, anhand derer Sie dann nachvollziehen können, ob die Änderung den gewünschten Erfolg gebracht hat. Das heißt, ich habe hier Schritte definiert, womit man das prüfen kann. Das wäre ein Auftrag mit Probenahmedatum anlegen, eine Probe ohne Probenahmedatum, so wie es ja dann zukünftig sein soll, eine Probe, die ein abweichendes Probenahmedatum hat, um diesen bei den Risiken aufgefallenen Fall direkt abzufangen. Und dann ein Prüfbericht, der das richtige Datum anzeigt. Und hier sind wir dann auch noch drauf gekommen bei den Testfällen. Ach, die Auswertungen. In den Auswertungen kann vielleicht auch das Probenahmedatum abgebildet sein. Da müssen wir dann vielleicht auch noch eine Reihe von Auswertungen erfassen, die jetzt auch geändert sein müssen, die dann auch das geänderte Datum darstellen. Am Ende haben wir hier natürlich noch ein Ergebnis, das wir uns erwarten. Die Probe soll dann halt eben das richtige Probenahmedatum und Prüfbericht anzeigen. Auch die Auswertungen müssen das richtige Datum zeigen. Genau. Der Teil ist kurz hier für die Support-Mitarbeiter. Wenn die Support-Mitarbeiter ein Update ausführen, das wird bei Ihnen zukünftig voraussichtlich ausgeblendet. Und am Ende unseres Change Requests haben wir dann noch die Anmerkung zur erfolgreichen Implementierung. Das heißt, wir gehen davon aus, das ist jetzt gerade hier Review, das heißt, wir überprüfen unsere Änderung. Das heißt, nach x Wochen würden wir jetzt schauen, hat die Änderung den gewünschten Erfolg gebracht, hat alles funktioniert, gab es Probleme bei der Umstellung. Das erzielte Ergebnis ist jetzt, dass die Mitarbeiter sehr zufrieden sind mit der Arbeitsersparnis. Gibt es weitere notwendige Maßnahmen? Zum Beispiel muss man sich noch daran gewöhnen, dass man nicht mehr in den Proben nach dem Probenahmedatum suchen kann, sondern zukünftig eben im Auftrag danach sucht und darüber dann alle Proben findet. Genau. Wenn man das alles erfasst hat hier sauber, haben wir dann zusätzlich noch die Möglichkeit, in unserem Change Request uns ein PDF-Dokument davon anzeigen zu lassen. Das kann man dann eben auch sich ausdrucken, das kann man weiterleiten an Kollegen. Und hier ist dann die ganze Beschreibung und so weiter drin enthalten und alles, wenn man das in Markdown entsprechend gefüllt hat, schön strukturiert und auch mit den Links entsprechend versehen, über die man dann zu den entsprechenden Datensätzen auch gelangt, um dann zum Beispiel die Tests nachvollziehen zu können. Genau, das war einmal das Thema der Change Requests. Die finden Sie also, wie gesagt, jetzt hier in Ihrem QM-Modul zukünftig. Und dann zeige ich Ihnen jetzt noch einmal kurz die Änderungen, die wir am Formelsystem vorgenommen haben, beziehungsweise nicht am System selber, sondern wenn Sie Ihren Parameter bearbeiten, das zum Beispiel hier über eine Probe selbst, Zugriffsrecht natürlich vorausgesetzt, finden Sie hier bei den Formelfeldern eine optische Änderung schon gleich auf Anhieb. Die Felder sehen jetzt ganz anders aus.
Und auch die Formeln, die da drin enthalten sind, sehen anders aus, als sie das vorher gewohnt waren. Sie sehen jetzt hier farbliche Hervorhebungen von Klammern oder von Zahlen und Ähnlichem und sehen hier auch so Striche. Wenn man hier drüber geht, sind hier Pfeile, man kann Dinge einklappen. Und all diese Änderungen haben wir eingeführt, um Ihnen das Erstellen und vor allem das Nachvollziehen Ihrer Formeln zu vereinfachen. Wenn Sie eine Formel schreiben und alles hier so hintereinander steht, dann ist es manchmal schwierig nachzuvollziehen, was wird denn jetzt genau mit wem verrechnet. Und wenn man dann zum Beispiel diese Schreibweise anpasst, dass man sagt, hier die Klammer von CSV minus geht hier auf und die geht dazu und der Strich endet dann, dann kann man das hier zum Beispiel einklappen und kann dann einfacher nachvollziehen, zum Beispiel das CSV divide bezieht sich in seinen farbig blau dargestellten Klammern im Gegensatz zum CSV minus grün dargestellten Klammern auf alles, was hier drin ist. Und wenn ich das hier einklappe, sehe ich dann auch, ach ja, genau, das Ergebnis vom CSV minus wird geteilt durch das Ergebnis von Spalte 6. Und zusätzlich zu dieser Strukturierung haben wir auch die Möglichkeit, hier oben sieht man es, Kommentare in unsere Formeln reinzubringen, um auch hier eben nachvollziehen zu können, was wurde hier genau gemacht. Ach ja, die Differenz der Vorgabe und der Werte wird hier berechnet mit CSV minus. Dann haben wir das Divide, also wir dividieren die Differenz durch die Vorgabe. Das sieht man hier unten, das ist dann die Vorgabe, das ist der Spaltenname. Und so kann man sich dann mit einer kleinen Raute vorneweg, die ist wichtig, sonst funktioniert es nicht, Kommentare in die Formeln selber reinschreiben. Genau. Noch eine kleine Änderung, die aber auch sehr hilfreich ist. Wenn Sie anfangen, eine Formel zum Beispiel zu schreiben, zum Beispiel die Wenn-Formel, dann schlagen wir Ihnen jetzt hier vor, welche Funktionen Sie nutzen können in der Labordatenbank. Hier also zum Beispiel bei der Wenn-Formel, auch mit einem kleinen Hinweis. Das heißt, die Wenn-Funktion, jetzt habe ich daneben geklickt. Am besten steuert man das mit den Pfeiltasten hier an und dann kann man auf den kleinen Pfeil klicken. Die Wenn-Funktion fordert eine Kondition, die abfragt, ob etwas true oder false ist, also ob etwas übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Und dann gibt man nach einem Komma an, was passiert im Falle, dass die Kondition hier vorne zustimmt und was passiert im Falle, dass es nicht zustimmt. Es gibt Ihnen einen Hinweis, wie Sie die Funktion nutzen können. So auch für Mittelwert, auf Deutsch wie auf Englisch und so weiter und so fort. Schauen Sie da einfach mal rein, was wir hier für Funktionen haben. Die ersetzen Ihnen aber, das ist ganz wichtig, die ersetzen Ihnen natürlich nicht den Zugriff auf die Anleitung zum Formelsystem, in dem auch die ganze Funktionsweise der Formeln und auch ganz viele Funktionen hier geschildert sind, auch mit Beispielen. Und genauso auch für die CSV, rechnen mit Zahlen rein, die CSV-Funktion. Das finden Sie natürlich trotzdem noch in der Labordatenbank-Anleitung. Diese kleinen Tooltips, sag ich mal, sind hier eben wirklich nur eine weitere Hilfestellung, wie Sie das Ganze nutzen können. Dankeschön fürs Zuhören und ich übergebe einmal an Julia. Danke, Mira. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man Codebeispiele oder Codeblöcke verwenden kann, um Vorlagen zu haben, mit denen Sie Auswertungen oder Schnittstellen verfeinern oder erstellen können. Hier würde ich mal meinen Bildschirm teilen und beginne mal mit dem ersten Beispiel. Es geht um die Erstellung einer neuen Auswertung. Für diese Auswertung möchte ich eine Vorlage, also so ein Codebeispiel, verwenden, einen Codeblock. Lege mir hier mal die neue Auswertung an. In dem Fall möchte ich Kunden nach Schlagwörtern filtern. Gebe der Auswertung einen Namen. Wechsle in das Feld, wo ich den SQL-Query eingeben kann, nehme mir den Standardvorschlag mal raus und kann hier unten links jetzt das Fenster öffnen, in dem ich die Vorlagen finde, in dem verschiedene Queries schon vorgeschlagen sind und übernommen werden und dann gegebenenfalls angepasst werden können. Die Liste wird sich sicher noch erweitern.
Wir haben hier jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Proben mit Status abzubilden und die Vorlage einzufügen, dann zu ändern. In dem Fall möchte ich eben Kunden nach einem Schlagwort filtern, habe hier schon vorgeschlagen, über die Vorlage den Query, füge das mal ein und möchte jetzt aber nicht die Kunden haben, die das Schlagwort kundenspezifische Preise haben, sondern die Kunden, die das Schlagwort QM haben. Genau, bessere das entsprechend aus. Hier in dem Query sieht man auch diese zwei für die Schlagwörter relevanten Tabellen gejoint, einmal die Tag Links und die Tags. Speichere den Query und habe jetzt hier eine Auswertung, die mir zeigt, die Kunden, die das Schlagwort QM hinterlegt haben. Zum Beispiel hier. Als zweites Beispiel würde ich gerne zeigen, wie man diese Vorlagen bei Importschnittstellen verwenden kann. Da hier geht es um eine Importschnittstelle, die Ergebnisse, also Messwerte zu Proben importiert. Hier habe ich schon einen Import vorbereitet. Wir sehen hier bei den Rohdaten, das Ergebnis ist einmal 1 und einmal 2. In dem Fall möchte ich aber das Ergebnis mit 1000 multiplizieren. Ich wiederhole das den Import nochmal, um den Ist-Zustand zu zeigen. Und sehe, es wurden zwei Werte bei zwei Proben importiert, einmal 1 und einmal 2. Um das zu ermöglichen, dass die Ergebnisse mit 1000 multipliziert werden, weil zum Beispiel das Messgerät die verdünnten Messwerte ausgibt, aber nicht die entsprechend aufgerechneten Ergebnisse, würde ich mal die Schnittstelle bearbeiten, in das Feld Transformationscode wechseln. Dieser Transformationscode bietet eben die Möglichkeit, die Ergebnisse aus den Rohdaten umzuwandeln. Machen wir wieder die Vorlagen auf. Wir haben hier schon verschiedene Beispiele. Daniel hat hier schon einiges hinterlegt. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, XML in JSON-Format umzuwandeln oder auch mit einem Axios-Aufruf Daten von einer Schnittstelle an eine andere Schnittstelle weiterzuleiten. In dem Fall möchte ich eine Spalte in einer CSV-Datei umrechnen. Wie hier steht, eben die Spalte Ergebnis soll mit 1000 multipliziert werden und dann der Probe zugeordnet. Diese Standardfunktion Function Transform ist wieder hier und im dazwischen eben dieser Papa Parse, der die Daten umwandelt von CSV in JSON. Und in diesem Bereich ist dann angegeben, das Ergebnis, wie es in den Rohdaten drinnen steht, soll mit 1000 multipliziert werden und dann entsprechend ausgegeben werden. Ich füge mir also diese Vorlage ein. Speichere das Ganze, wiederhole jetzt den Import mit dem hinzugefügten Transformationscode aus der Vorlage und sehe hier, dass als Messwert einmal 1000 und einmal 2000 importiert wurde, weil wir das vorhin über den Transformationscode, über die Vorlage so festgelegt haben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich gebe wieder weiter an den Patrick. Danke, Julia. Ich habe jetzt noch ein paar Infos, Status-Update zum Thema Datensicherheit. Das Thema hat nicht an Priorität verloren. Es ist immer noch das zentrale Thema. Und wir hatten im November einen Call zum Thema Datensicherheit, wo wir über die Authentifizierung gesprochen haben und die verschiedenen Möglichkeiten in der Labortman gezeigt haben, wie man hier eine sichere Authentifizierung nutzen kann. Und jetzt ein Update dazu. Wir hatten damals 47% aller Labortman-Accounts, die hier mit einer hohen Sicherheit, also einem Single Sign-On-System oder einem Passkey oder einem Multifaktor geschützt sind.
Und heute haben wir hier das erhöht auf 57%. Das ist natürlich besser, dass wir hier, dass jetzt hier mehr Accounts gut geschützt sind. Aber das Ziel wäre natürlich, dass wir hier noch ein bisschen weiter hochkommen, dass möglichst viele Accounts gut geschützt sind. Es gibt in der Regel bei allen Unternehmen die Möglichkeit für ein Single Sign-On-System. Vielleicht sprechen Sie hier an Ihrer IT-Abteilung, ob es die Möglichkeit gibt, das zu verwenden. In der Regel ist es dort gewünscht, dass man hier das zentral die Anmeldung auch in der Labordatenbank hier verwaltet wird. Und die Möglichkeit mit dem Passkey ist inzwischen von allen Browsern unterstützt und ist auch etwas, was man sehr komfortabel nutzen kann und hier eine höhere Sicherheit erreicht. Und auch die Möglichkeit mit dem Multifaktor-System, wo man zum Beispiel eine Authenticator-App auf dem Handy hat, um einen Code zu generieren bei der Anmeldung, ist auch eine tolle Verbesserung für die Sicherheit. Es gibt immer noch eine Anzahl, Sie sehen es hier, 32% von Accounts, wo das noch nicht aktiviert wurde und wo auch ein Passwort verwendet wird, das älter als 2 Jahre ist. Da würde ich empfehlen, dass man mal hier darauf hinweist, vielleicht die betroffenen Mitarbeiter ersucht hier, das Passwort zu aktualisieren. Ob hier eine Multifaktor-Authentifizierung erforderlich ist, das kann jeder abwägen. Es handelt sich vielleicht hier auch um Accounts, die grundsätzlich sehr eingeschränkte Zugriffsrechte im System haben. Trotzdem ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir hier gemeinsam die Datensicherheit weiter erhöhen und die sichere Authentifizierung ist hier ein wesentlicher Baustein davon und deshalb werde ich das auch immer weiter darauf hinweisen. Ein zweites Thema, auf das ich kurz eingehen möchte, wir hatten das in der vorletzten Update-Info-E-Mail auch ausgesendet, ist das Thema Durchsatzbegrenzung oder Rate Limit. Es gibt in der Labordatenbank die Möglichkeit, dass man sehr flexibel Import-Schnittstellen, Export-Schnittstellen, Auswertungen anlegt. Die Julia hat uns ja dazu ein paar Beispiele gezeigt. Aber das ist natürlich auch etwas, wo man aufpassen muss, weil diese Schnittstellen in der Regel dann auch von außen erreichbar sein können, wenn sie entsprechend konfiguriert sind. Und dass hier nicht eine Attacke passieren kann, indem hier sehr hohe Aufrufe durchgeführt werden oder vielleicht auch unabsichtlich durch irgendeine Endlosschleife es hier zu sehr vielen Aufrufen kommt, ist es wichtig, dass man hier einen Schutz hat. Die Labordatenbank hatte schon immer einen Schutz auf Firewall-Ebene. Das heißt, auf der Firewall gibt es ein Limit von 5000 Aufrufen, die von einer bestimmten Quelle aus auf die Labordatenbank zugreifen pro Minute. Das ist ein, sagen wir mal, großzügiges Limit für unseren Anwendungsfall hier. Und wir wollen aber hier für die Schnittstellen nochmal einen gezielten Schutz machen, der jetzt nicht übergreifend ist, sondern gezielt für jede einzelne Importschnittstelle bzw. Auswertung gilt. Und wir haben uns hier die Zahlen sehr genau angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass mit 100 Aufrufen pro 5 Minuten, dass alle Standardfälle mit ausreichend Spielraum abdeckt. Und falls jetzt eine Schnittstelle hier wesentlich öfter aufgerufen wird, dann ist es in der Regel ein Zeichen, dass hier vielleicht etwas im Hintergrund läuft, das vielleicht gar nicht gewünscht ist, vielleicht gar nicht bewusst ist. Und dann ist es auch gut, wenn man hier eine entsprechende Warnung bekommt. Die Warnung kommt auch schon vorher bei 80%. Und ab 100% kommt dann vom System die Rückmeldung, dass hier weitere Aufrufe gesperrt sind, bis zum Ablauf dieser 5 Minuten. Es gibt dann auch eine E-Mail-Warnung, die einerseits bei uns aufschlägt, andererseits auch in Ihrem Labor bei den Key-Nutzern. Es gibt bei jeder Labordatenbank immer auch Key-Nutzer und die würden wir da hier entsprechend benachrichtigen. Und dann können wir uns auch gemeinsam anschauen, was macht diese Schnittstelle. Ist es hier vielleicht ein berechtigter Fall, wo man hier eine sehr hohe Aufrufrate benötigt, dann können wir auch spezifisch für einzelne Schnittstellen hier das Limit höher setzen. Was wir aber vermeiden wollen, ist, dass eben hier
ungewollt sehr hochfrequente Aufrufe stattfinden, die möglicherweise dann auch Auswirkungen haben können auf die Verfügbarkeit des Systems. Und deshalb haben wir hier das als zusätzlichen Schutz jetzt eingebaut. Alles klar, dann haben wir das. Und ich gebe nochmal zurück an den Konrad. Tausend Dank. Wir haben wirklich eine ganze Menge heute gesehen. War ein spannender Praxiseinblick von der Heike. Die Heavy-Nutzer haben hier wieder viele neue Pro-Funktionen in den Formeln und in den Codes. Und alle Nutzer haben hier halt mit den Change-Requests und mit dem neuen Schlagwortsystem wirklich wieder einen zusätzlichen Bereich in der Labordatenbank, der die tägliche Nutzung stark vereinfacht und strukturiert. Wenn Ihnen das heute gefallen hat, Sie finden die Aufzeichnung für Ihre Kollegen wie immer unter den Anwendercalls labordatenbank.at, labordatenbank.de/anwendercalls. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Am 21. Juni findet das nächste Webinar statt, Thema Implementierung der 17.025 im Labor und wie ein LIMS dabei hilft. Wir machen jetzt öfter solche bisschen allgemeineren Formate. Laden Sie da vielleicht auch gerne Ihre Kollegen mit dazu ein, die nicht in der 27. Zeile der 28. Auswertung aktiv sind, sondern die vielleicht ein bisschen allgemeiner mit reinschauen möchten. Gibt es noch weitere Formate? Also QM sehen Sie hier und das Thema Schnittstellen werden wir mit der Miriam hier auch angehen. Ist noch nicht zu Ende. Punktlandung hier um 1:45 inhaltlich haben wir super geschafft. Wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen. Wir haben schon eine ganze Reihe vorab bekommen. Ich würde jetzt noch eine Auswahl hier aufrufen und durchs Team kriegen Sie dann direkt Ihre Antwort. Wenn Sie Ihnen noch eine Frage auf den Fingern brennt, jetzt wäre die Gelegenheit, Sie dürfen sich auch melden, dann schalten wir Sie hier nach oben live rein. Also zögern Sie nicht. Nutzen Sie die Gelegenheit, dass Sie jetzt hier die gesammelte Expertenmannschaft vor sich haben. Bis Sie sich melden, würde ich mal mit der ersten Frage beginnen vom Andreas Buro von der Hygiene Nord. Er fragt, wann werden denn die Updates eingespielt? Vielleicht Patrick, kurze Auskunft dazu. Das nächste Update, ich habe Sie reingeschrieben, ist am Mittwoch um 19 Uhr. Wir hatten da letzte Woche Mittwoch die Update-Info dazu rausgeschickt. Also wir schicken ja immer eine Woche vor dem Update eine E-Mail raus mit den Infos. Und es gibt auch auf unserer Website die Infos zu den Updates. Das habe ich hier auch in der Antwort dazu gepackt, den Link. Und wichtig ist auch, falls Sie auf diese Update-Info-E-Mail darauf wollen, dann geben Sie uns bitte Bescheid, dass wir Sie hier in den E-Mail-Verteiler mit aufnehmen, dass Sie hier eben eine Woche vorher schon informiert werden, wenn ein Update kommt. Tausend Dank. Patrick, nächste Frage, Miriam Umlauf, und die deckt sich auch ein bisschen mit der Frage vom Herrn André, ist, wird das nach dem Call automatisch freigegeben oder wie ist das, wo, wann findet man das? Kommt eigentlich ein bisschen daher. Vielleicht noch Thema Zugriffsrechte kommt da noch mit rein. Also hat Patrick kurz vorher beantwortet. Und es wird natürlich das entsprechende Zugriffsrecht benötigt, wenn Sie es also selber noch nicht sehen, unter Einstellungen, zweite Punkt von oben, dann Schlagwortsystem hinzufügen, ändern, zusammenfügen, bitte an Ihren Admin wenden, dass er Ihnen die entsprechenden Rechte freischaltet. Genau, also das Schlagwortsystem, es gibt hier ein eigenes Zugriffsrecht und dann kann man das freischalten. Stefan Karl hat die Frage gestellt, gibt es da noch weitere Felder, weitere Möglichkeiten? Stefan, du hast ja hier das Schlagwortsystem, die Change Requests maßgeblich mit vorangetrieben. Gibt es noch eine Auskunft für dich von Patrick? Ja. Also wir haben ja bei allen Datentypen die Möglichkeit, konfigurierte Stammdatenfelder hinzuzufügen und so auch bei den Change Requests. Das heißt, wir können hier noch gemeinsam spezifisch für jedes Labor Felder hinzufügen, Dropdowns, Checklisten,
wo man hier für den Change Request noch Angaben machen kann. Manche haben da ja bereits intern Formulare, die sie ausfüllen für ihre Change Requests. Und dann können wir eben hier Felder hinzufügen, um das nachzubilden, was sie aktuell bereits vielleicht in ihren Formularen ausfüllen. Diese Daten sind dann auch automatisch in dem PDF, was uns die Miriam gezeigt hat. Das heißt, Sie können dann auch hier direkt diese PDFs generieren. Wenn man dann den Change Request zum Beispiel einem Auditor zeigen möchte. Grundsätzlich ist das vom Aufbau her nach einem gewissen Schema. Man kann aber auch hier das Layout von dem PDF, das Deckblatt, die Kopfzeile, Fußzeile gestalten. Das heißt, man wird da in der Regel dann noch Angaben zum Labor, das Logo und so weiter mit einfügen. Dann haben Sie hier ein schönes PDF, was da rauskommt zu Ihren dokumentierten Change Requests. Vielen Dank, Patrick. An der Stelle danke an Sie, danke fürs aktive Mitmachen und hier beitragen an viele. Danke ans gesamte Team, auch die Entwicklung, auch an Daniel im Hintergrund. Haben wir heute jetzt nicht mit einem Beitrag dabei gehabt, aber der hat das ja auch ganz maßgeblich mit vorangetrieben. Vielen, vielen Dank. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Donnerstagmittag. Holen Sie sich vom Call und gerne bis zum nächsten Online-Training-Webinar oder dann wieder Anwender-Call, wenn es soweit ist. Wir geben Ihnen gerne Bescheid. Dankeschön.